Hallo, herzlich willkommen in meine Tortenwelt. Heute bekommt ihr ein weiteres Plätzchenrezept, und zwar das Linzerplätzchenrezept. Und die Zutaten dazu stelle ich euch jetzt vor. Für den Teig braucht ihr 250 Gramm Butter, 100 Gramm Puderzucker, 300 Gramm Mehl, 200 Gramm gemahlene Haselnüsse, 4 Teelöffel Zimt und 2 Messerspitzen Nelke, 2 Esslöffel Kakao, das sind etwa 30 Gramm, und ein Eigelb. Die Zutaten, die sollten alle Zimmertemperatur haben, und jetzt wird daraus ein Mürbeteig hergestellt. Den könnt ihr entweder mit den Händen kneten oder ihr benutzt euer Handrührgerät, und zwar die Knethaken, oder ihr nehmt die Küchenmaschine, und ich werde das jetzt heute im Thermomix machen. Für die Zubereitung im Thermomix nehmt ihr einfach den Deckel ab und gebt alle Zutaten nacheinander rein. Und dann sollten etwa 40 Sekunden auf Stufe 4 reichen. Und so sieht dann der fertige Teig aus. Den fertigen Teig packt ihr jetzt in eine Schüssel oder in Glassichtfolie und gebt ihn für etwa 3 Stunden in den Kühlschrank. Der Teig für die Linzerplätzchen ist jetzt schön kalt. Und wenn er zu kalt ist, müsst ihr ihn ganz kurz geschmeidig kneten. Und ich halbiere mir den jetzt einfach. Und roll den zwischen 2 Folien aus. Da brauche ich nämlich eigentlich nur ganz wenig Mehl. Und als Ausrollhilfe nehme ich mir wieder 2 Essstäbchen und gebe die sozusagen als Abstandshalter mit dazu, damit der Teig nicht dünner wird, als ich möchte. Dann entferne ich die Essstäbchen und drehe den Teig einmal um, um ihn von der Folie zu lösen. Als Ausstechförmchen nehme ich mir diese 3, also das Herz, den Stern und den Tannenbaum. Und dann lege ich mir auch schon meine Backfolie zurecht, auf die ich später die Plätzchen legen werde. Und dann stelle ich mir jetzt zuerst einmal Herzchen aus. Ihr müsst die Plätzchenformen immer doppelt ausstechen, denn nach dem Backen werden immer 2 Hälften zusammengeklebt. Die eine Hälfte kommt jetzt auf ein Backpapier und die andere auf ein anderes, denn eine Hälfte wird nämlich Löcher bekommen. Und ihr müsst die auf 2 unterschiedlichen Backblechen backen, weil sie unterschiedliche Garzeiten dann haben. Die Löcher mache ich jetzt mit so einer Lochtülle meines Spritzbeutels. Ihr könnt aber auch kleinere Plätzchenausstecher nehmen. Und da habt ihr eigentlich ganz viele Möglichkeiten. Beim Weihnachtsbaum oder beim Tannenbaum mache ich jetzt hier 2 Löcher. Oder wenn es klappt, sogar 3. Und zum Herausnehmen nehme ich mir hier so eine Pinzette. Und so sieht es dann aus, wenn die Plätzchen fertig auf den Blechen verteilt sind. Also hier auf dem Blech habe ich nur die mit Löchern und auf dem habe ich nur die ohne Löcher, eben wegen der Backzeit. Und aus den Teigresten habe ich hier noch so kleine
Tannenbäume ausgestochen. Die lege ich jetzt hier mit drauf, weil die dieses Blech wieder kürzer backen. Die Plätzchen werden dann bei 200 Grad Ober-Unterhitze gebacken. Und das Blech mit den löchrigen Plätzchen hat bei mir etwa 8 Minuten gebraucht und die Plätzchen ohne Löcher haben etwa 10 Minuten gebraucht. Ihr müsst darauf achten, dass sie auf keinen Fall dunkel werden, also lieber etwas zu früh als zu spät rausnehmen, denn die Plätzchen werden sonst etwas bitter. Und nach dem Backen könnt ihr sie dann auskühlen lassen und danach werden sie gefüllt und zusammengesetzt. Bevor ich die Plätzchen jetzt fülle, bestäube ich die Deckel mit Puderzucker, damit später die Marmelade schön ohne Puderzucker bleibt. Die lege ich dann kurz zur Seite und nehme mir etwas Pflaumenmus. Und das Pflaumenmus muss jetzt erst einmal erhitzt werden. Dazu gebe ich es in einen kleinen Topf. Und lass es auf dem Herd erhitzen. Wenn die Marmelade dann fast kocht, nehmt ihr sie vom Herd. Und damit das Befüllen leichter geht, nehme ich mir dazu einen Spritzbeutel. Den Spritzbeutel gebe ich über ein Glas, so habe ich beide Hände frei. Und dann kommt da die heiße Marmelade bzw. das Pflaumenmus rein. So, dann verschließe ich die Tüte gut, am besten mit einem Knoten. Und dann wird vorne eine kleine Spitze abgeschnitten. Jetzt nehme ich mir einen Keks und spritze da erstmal den Konturen entlang. Und dann kommt da noch die Füllung innen rein. Mach da nicht zu viel, damit es nicht an den Rändern rausquillt. Und da kommt jetzt der Deckel ganz leicht oben drauf. Und wer möchte, kann hier noch etwas Pflaumenmus einfüllen. Und so sehen dann die fertigen Kekse aus. Die fertigen Plätzchen müsst ihr dann in einer Dose aufbewahren und sie schmecken erst nach dem ersten oder zweiten Tag richtig gut, nachdem sie etwas durchgezogen sind. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!